Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Foto2Go. Ich bin hier in Rothenburg an dem meist fotografiertesten Haus Deutschlands. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Vielleicht kennt ihr noch ein Haus, was noch häufiger fotografiert ist. Ich zeige es euch mal schnell. Diese alte Schmiede gehört zu den meist fotografiertesten Häusern, vor allem natürlich hier in Rothenburg. Das liegt natürlich an dieser bizarren Form, aber auch der Möglichkeit, dass wir, ich zeige euch das mal, wenn ich die Perspektive darüber gehe, ja, da seht ihr, da können wir je nachdem, wie wir mit der Brennweite spielen, ich zoome hier mal raus, diesen Torturm noch mit reinnehmen und wir können den Wehrgang, der sich rechts befindet, als Fluchtlinie mitverwenden. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall das Haus mittig setzen und den Wehrgang rechts an der Wand verhungern lassen. Und ich würde auch auf gar keinen Fall hier fotografieren. Wobei dieser Balken auch eine schöne führende Linie sein kann. Sondern ich würde mehrere Varianten machen. Also ich würde auf jeden Fall diesen schönen Turm mit reinnehmen. Und dazu muss ich mich hier aber ganz schön weit rauslehnen. Und dann nicht vergessen, nicht so fotografieren, sondern das Ganze hier ein bisschen nach innen kippen, damit wir hier eben diesen schönen Wehrgang als Fluchtpunkt verwenden. Und dann müssen wir halt mal experimentieren, mit ein bisschen weiter weggehen und zoomen und ein bisschen näher rangehen und weitwinkliger fotografieren. Das Ganze hat aber einen Haken. Und zwar sind hier im Vordergrund meistens hässliche Fahrzeuge, die hier geparkt wurden. Und da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Besonders der Silberne ärgert mich hier. Der steht aber, glaube ich, noch legal an der Stelle. Das ist halt so, ne? Also hier in Rothenburg ist ja klar, wie in jeder Stadt auch, hier ist es halt so, dass Autos einfach im Weg sind und die Romantik so ein bisschen verderben. Und da kann man halt später entscheiden, wenn man es nicht schafft, es wegzuschneiden. Man könnte jetzt theoretisch so fotografieren, dass man es ganz an den Rand setzt und dann vielleicht den Rest in Photoshop noch löscht oder man lässt es halt dann einfach. Ihr seht hier diese orange blauen Töne, die kommen deswegen zustande, weil ich hier zur blauen Stunde unterwegs bin. Und das ist halt auch einer meiner Tricks heute. Ich zeige euch das mal in der anderen Richtung. Hier ist die schöne Gasse. Und hier drüben habe ich schon meinen Ulanzi platziert. Kleiner Scheinwerfer für mein Gesicht. So, und hier seht ihr schon, jetzt bin ich mal weiter hinter gegangen. Und da haben wir wieder einen ganz anderen Winkel. Das liegt halt daran, dass der Wehrgang, der hier ist, so ein bisschen im Bogen verläuft. Und da haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen mit dem Bildausschnitt. So, wenn ich mich ganz nach hinten stelle, bevor ich hier in den Bogen verschwinde, dann haben wir den Vorteil, dass das Vordach im Vordergrund uns die Autos wegschneidet. Hat aber den Nachteil, dass der liebe Nachbar hier seinen Baum nicht zurückschneidet und mehr diesen Touristen-Hotspot von links einwächst. Und das bedeutet halt einfach, dass ich vorgehen muss, damit ich die charmante linke Dachhälfte noch reinkriege ins Bild. Ihr seht das, ich laufe jetzt mal vor. Ja, und da seht ihr, so sieht das schon nicht schlecht aus. Aber dann sind wieder die Autos im Weg. Und das sind so die Herausforderungen, die wir heute haben. Und dann halt mal spielen mit diesen schönen Turm noch mit reinnehmen und vielleicht auch einfach mal einen tiefen Aufnahmestandpunkt, dass diese Holzbalken mal hier uns vielleicht mit in das Bild hineinzieht, ja, so ein bisschen die Richtung weist. Und das probiere ich jetzt hier mal an meiner Panasonic S5 Mark II, die ich heute dabei habe und die muss ich jetzt hier noch schnell aufbauen. So, Foto2Go bedeutet ja, ich zeige euch immer die Einstellungen und anschließend bearbeiten wir das Bild auch noch in einer Software. Was heute dran ist, weiß ich nicht. Entweder Radiant Photo, Lightroom oder Luminar. Und ihr seht, ich habe jetzt hier mal meinen ersten Ausschnitt eingerichtet. Ich werde jetzt natürlich das Stativ noch an unterschiedlichen Orten platzieren und wir bearbeiten dann das beste Foto. Auf dem Stativ mache ich immer gerne den Stabilisator aus, denn ich kenne die Panasonic S5 Mark II jetzt noch nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob sie intelligent genug ist, den automatisch zu deaktivieren und ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen, weil der Stabilisator bedeutet, der Sensor ist in einer schwimmenden Lage und es könnte sein, dass hier unser Bild verwackelt wird. Hier oben habe ich den Moduswahlschalter auf Selbstauslöser mit 2 Sekunden gestellt, damit ich die Kamera berührungsfrei auslöse, denn ich stehe hier wirklich sehr riskant mit dem Stativ. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich stehe hier auf einer Dachschräge, ja, und hier, das habe ich auch nur einfach so aufgelegt und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr wackeliges Stativ sozusagen, weil ich hier
über den Balken hinaus fotografieren muss. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber es macht nichts. Ihr seht, die Kamera hält. Und solange sie mir nicht runtersegelt, ist ja alles gut. Okay, was stellen wir jetzt also ein? Ich möchte, der Filmscheinwerfer hier kommt dann übrigens noch weg. Ich möchte jetzt hier eine Belichtung so einstellen, damit wir Spitzlichter, und ich sehe leider, haben wir jetzt keine Straßenlampe eingeschaltet. Das ist sehr, sehr schade. Meistens brennt nämlich hier noch in der Schmiede eine schöne Lampe. Da haben sie jetzt aber den ollen Weihnachtsbaum davor gestellt. Okay, das muss man nicht mögen. In dem Fall stört es mich jetzt mal nicht. Ich mache jetzt halt hier eine geschlossenere Blende, damit wir einfach die Lichtpunkte als schöne Sonnensterne bekommen. Ob das hier funktioniert, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, diese Lämpchen da unten auf dem Baum, die werden jetzt wahrscheinlich deswegen keine Sternchen werden. Aber warum habe ich denn ein Stativ, wenn ich keine Langzeitbelichtung mache? Vielleicht läuft ja auch ein Fußgänger durchs Bild, der auch noch stört. Dementsprechend lasse ich das heute so und ich werde die ISO dann absenken. Auf, ja, machen wir 100, das ist wahrscheinlich schon sehr dunkel. Und dann gehe ich mal mit der Zeit so lang nach oben, bis ich sage, da ist das Bild dann wieder ausgewogen belichtet. Und das können wir uns heute eben leisten, weil ich hier das Stativ habe. Deswegen kann ich mir leisten, die Blende so dunkel einzustellen, die ISO so dunkel einzustellen. Und ihr seht, so müsste das Bild halbwegs ausgewogen belichtet sein. Die Schärfentiefe mit der Blende 16 ist mir schon wichtig heute, weil ich halt jeden Lichtpunkt, den ich irgendwie hier habe, als schönes Sternchen haben will. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Meistens brennen hier eigentlich noch Straßenlaternen. Die sind heute leider aus. Finde ich sehr, sehr schade, weil die würden dann so schöne Sterne abgeben. Aber wenn das jetzt zu dunkel wird in der Belichtung, dann gehe ich mit der ISO einfach nochmal nach oben oder ich öffne die Blende vielleicht auf eine 14. Ja, das würde auch noch gehen. Vielleicht fangen wir gleich mit einer 14 an. Vielleicht die ISO noch ein bisschen nach oben, ISO 200. Ja, dann machen wir mal hier einen Fokus, das schafft die S5 auch sehr schön im Dunkeln. Dann machen wir eine Belichtung. So, jetzt muss ich dann nur noch den Filmscheinwerfer aus dem Weg räumen. Ja, und dann können wir auch hier ein anständiges Foto machen. Ja, jetzt habe ich mal meine erste Aufnahme gemacht. Da ist jetzt der störende Scheinwerfer noch im Bild. Aber wir sehen, dass das Histogramm ausgewogen belichtet ist. Die Spitzlichter, die sind am Turm und im Baum und die spitzen so ein bisschen im Weiß an. Das ist völlig in Ordnung so. Die restlichen Farbtöne dürfen ruhig ein bisschen dunkler sein. Aber absaufen sollte uns halt nichts. Das sehen wir daran, dass eben das Histogramm nicht bündig am linken Rand ist, sondern so einen Millimeter noch Platz hat. Und rechts, die hellen Töne sind durchaus nicht vorhanden, bis auf die wenigen Spitzen, die sich dann rechts hochdrängen. Und das ist eine Belichtung, so wie ich sie mir vorstelle. Ich würde sagen, ich habe nämlich hier meine Stirnlampe dabei, die seht ihr jetzt nicht. Und die kann man in mehreren Farben auch umschalten. Und muss ich mal 5 Sekunden halten hier. So, dann wird die nämlich rot. Wenn ich wieder drücke, wird sie grün. Und wenn ich wieder drücke, wird sie blau. Und blau ist die Farbe, die wir jetzt wollen. Seht ihr das? Wie schön komplementär hier das Gold zu dem Blau liegt. Wenn ich jetzt rot nehmen würde, dann würde das überhaupt nicht gut aussehen. Dann wäre das Ton in Ton. Und ich nehme euch jetzt mal mit, was ich da mache. Also ihr seht hier, Kamera ist bereit. Dann fokussiere ich nochmal. 2 Sekunden Selbstauslöser. Und dann mache ich einfach mit der Lampe so. Keine Ahnung, ob ihr das erkennen könnt. Also ich bewege mich spiralförmig den Gang rückwärts, weil die Belichtung läuft ja jetzt 15 Sekunden. Dann setze ich die Lampe auf meine Hose auf, dass sie wirklich ausgeht und dass ich nicht lang rumfummeln muss, sie auszumachen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Bild wirkt. Und das mache ich jetzt noch ein paar Mal. Und vielleicht stelle ich das Stativ auch mal so hin, weil ich sehe gerade, dieser Ausschnitt ist auch total schön, dass man das Haus gerade noch sieht, aber hier diesen Fluchtpunkt von dem Wehrgang noch mal auch sehr deutlich im Bild ist. Weil hier verhungert er mir so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht mal diesen Ausschnitt noch mal. Finde ich auch sehr, sehr schön. Hat auch den Vorteil, dass das Auto da unten nicht im Bild ist. Okay, ich habe nachgesehen. Heute ist wieder Lumina Neo dran und wir haben eine Premiere in diesem Foto to go, denn ich habe alle Fotos in JPEG aufgenommen und ihr erfahrt, wie ich aus diesem JPEG das Bild jetzt bearbeite mit Lumina Neo und wir machen uns einen Scherz und gehen anschließend mit dem Bild nochmal in Radiant Photo und schauen, was Radiant Photo mit einem Klick noch daraus macht. Entweder wird es besser oder schlimmer, ich bin selber wirklich gespannt.
Okay, gehen wir zurück und setzen das Bild erstmal zurück. Dieses Bild haben wir so zusammen im Wehrgang aufgenommen. Ich habe aber auch noch die Variante mit der Blume hier gemacht. Übrigens, ich weiß bis heute nicht, warum mir Lumina Neo diese Vorschauen immer so quietschig bunt macht. Denn wenn ich dann einmal rangezoomt habe, dann wird das Bild ordentlich geladen. Also einmal haben wir hier so eine blaue Blume gemacht und hier auch mal kurz ranzoomen, ja, ihr seht das. Einmal haben wir diese bunte Blume gemacht. Wenn ihr an solchen Taschenlampen interessiert seid, die hier so einen Farbwechsel haben, die kann ich euch gerne mal unten verlinken. Rot ist natürlich auch für Sternenfotografen super, damit sie nachts ihre Augenadaption nicht verlieren. Okay, gehen wir zurück zu unserem Startbild. Wir nehmen keine Presets in Lumina Neo, sondern gehen direkt in die Bearbeitung. Wenn euch übrigens das Programm Lumina Neo, was jetzt wirklich sehr schön ausgereift ist, oder das Radiant Photo interessiert, findet ihr natürlich einen Rabattcode und den Download-Link unten in der Videobeschreibung. Gut, schauen wir uns das Bild mal zuerst an. Wir sehen hier auf den ersten Blick, und das bitte ich euch auch immer, prüft das immer zuerst, ob das Bild krumm aufgenommen wurde. Also habe ich die Kamera gerade gehalten und hier war ich auf dem Stativ. Das Stativ war nicht ganz exakt gerade gestanden und das sehen wir immer sehr schnell an den vertikalen Linien, weniger an den horizontalen, die ja hier auch meistens fehlen. Aber vertikale Linien haben wir meistens zur Verfügung und zum Beispiel auch Bäume, wenn ihr in der Natur fotografiert, dann seht ihr das eher an den vertikalen Linien. Achtung, orientiert euch an Linien, die in der Mitte des Bildes verlaufen, denn am Rand ist ja das Problem oft, dass die Optik, wie zum Beispiel hier seht ihr das an dem Fenster, das wird immer schräger, diese vertikale Linie. Die Optik verzerrt euch natürlich zum Rand, hier die vertikalen Linien, dementsprechend orientiert euch so ein bisschen hier immer an den in der Mitte platzierten vertikalen Linien und zuerst gehen wir dann in das Zuschneiden-Tool und sagen, hey, analysiere das doch mal automatisch und Lumina Neo macht hier einen sehr coolen Job, beschneidet das gleich so ein bisschen und setzt die vertikalen Linien gerade. Lediglich hier außen die Spirale, die wollte ich jetzt noch ein bisschen weiter im Bild haben. Das Haus ist auf einer Drittellinie, die Spirale ist auf einer Drittellinie und dann gehe ich auf Anwenden. So soll das irgendwie aussehen. Als nächstes gehen wir natürlich zuerst mal in das Entwickeln-Modul. Wir beachten das Histogramm, das ist sehr dunkellastig. Das heißt, wir gehen erstmal mit der Gesamtbelichtung so ein bisschen nach oben. Das Bild ist etwas flau, da gehen wir jetzt auch schon mal rein mit dem intelligenten Kontrast. Lichter gehen wir auf minus 30, weil wir sehen, diese blaue Spirale, die überstrahlt uns sonst sehr schnell. Außerdem auch das Haus unten hat sehr viel Licht. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter. Die Schatten lassen wir jetzt mal in Ruhe, genauso wie die Weiß- und Schwarztöne. Das mache ich immer ganz gerne am Schluss der Bearbeitung. Und dann gehen wir zuerst mal hier in den Weißabgleich bei Entwicklung Farbe sozusagen. Bei solchen Bildern, wo ich mir nicht so sicher bin, wo ist der Farbstich eigentlich, nehme ich mir sehr häufig gern mal die Pipette und klicke in einen neutral weißen oder grauen Bereich, von dem ich meine, dass dieser durchaus mal neutral gegradet werden kann. Und von diesem Wert werden natürlich alle anderen Tonwerte dann aus berechnet. Und ich klicke hier einfach mal in die weiße Fläche des Fachwerks und wir sehen, das Bild war viel, viel zu warm. Aber so stark möchte ich es natürlich dann auch nicht kühl haben. Das wäre zwar jetzt für diese weiße Fläche der Idealbereich, aber wir wollen dem Bild doch noch so seine warme Stimmung so ein bisschen drin lassen. Deswegen würde ich hier knallhart mal auf minus 40 sowas ungefähr gehen. Also ein bisschen warm darf es natürlich noch sein. Außerdem ist die blaue Farbe in der Spirale so ein bisschen flau und deswegen würde ich die Dynamik hier mal deutlich schon mal vorneweg anheben. Vorher sah es so aus, jetzt sieht es so aus. Als nächstes würde ich die HSL-Regler aufsuchen. Die befinden sich hier in dem Reiter Farbe, ganz klein hier unten versteckt, dieser HSL-Balken, den müsst ihr erstmal ausklappen. Und hier gehe ich erstmal in die Farbtonverschiebung. Denn wir sehen hier in dem gelben Bereich, dass uns das so ein bisschen ins Grünstichige abkippt. Und ich will eben komplementär zu diesem Blau ein schönes Orange liegen haben und auf keinen Fall so ein Gelb, was schon fast Richtung Grün wegkippt. Dementsprechend fassen wir jetzt hier so ein bisschen die Regler an und verschieben die entsprechenden immer so ein bisschen Richtung Orange und Rot. Ich fange unten bei Gelb an und ihr seht, wenn ich den nach links ziehe, wird das Ganze etwas oranger. Wenn ich nach rechts ziehe, wird es noch grüner. Und hier gehe ich auf jeden Fall jetzt erstmal so auf minus 30. Den orangen Regler, da ist das gleiche. Rechts wird es Richtung Grün, links geht es Richtung Rot und da gehen wir mal so auf minus 25. Und auch der Rotregler hat immer noch seinen Einfluss hier. Gerade das Fachwerk wird dann wieder so richtig schön rot. Da natürlich auch nichts übertreiben, mal so auf minus 18. Vorher sah es so aus, jetzt sieht es so aus. Vorher so. Jetzt ist so.
Übrigens könnt ihr dieses JPEG auch selber bearbeiten. Ich habe euch das in der Videobeschreibung als Download-Link zur Verfügung gestellt. Und mich würde es mal freuen, wenn ihr eure Bearbeitung kreativ mal anwendet, so wie ihr das machen würdet, es dann vielleicht auf Instagram mal hochladet und mit Hashtag AmazingNetterAlpha verseht, sodass ich das Bild bewundern kann und ich somit auch getaggt bin, wenn ihr das Bild hochladet. Was bei Lumina selten fehlen darf, ist so in der Mitte der Bearbeitung mal zu gucken, was bringt denn eigentlich der Verstärkungsregler. Der Verstärkungsregler ist so eine Mischung zwischen Dunst entfernen, Klarheit, Struktur, was wir in Lightroom kennen. Und hier ist er zwar auch schön für das Gemäuer und das Gestein, allerdings zieht er uns das Blau aus der Spirale raus. Dementsprechend würde ich ihn hier nur dezent anfassen, genauso wie den Himmelsverstärkungsregler, der uns hier den Himmelbereich noch so ein bisschen optimiert, den können wir ruhig ein bisschen hochziehen. Ja, durch das uns das Blau jetzt so ein bisschen abhanden gekommen ist, gehen wir wieder in die HSL-Regler rein, gehen mal auf Luminanz und gehen mal hier in die Blautöne und schauen, was passiert, wenn ich die auf Minus setze. Das gefällt mir nicht so gut. In meinem Fall würde ich sie sogar anheben, denn dann wird das Blau richtig schön in dem Wehrgang betont. Das Gleiche machen wir auch so ein bisschen mit Lila, dass das uns da nicht abreißt, auch anheben. Und dann holen wir uns die Sättigung für die Blautöne so ein bisschen wieder zurück, indem wir die halt wieder betonen, hier nichts übertreiben. Das Bild darf lebendig bearbeitet werden. Es ist ein lebendiges Bild. Es ist ein Bild, wo schon eigentlich sehr kreativ künstlerisch eingegriffen wurde. Deswegen darf es kreativ künstlerisch auch bunt werden. Es muss kein schwarz-weiß trauriges Bild heute werden. Natürlich interessieren uns die Ecken des Bildes nicht. Und der Blick des Betrachters soll sich eher in der Mitte finden. Dementsprechend ist wichtig, dass wir hier ein bisschen Vignette dazugeben und die Engheit, die Enge der Vignette kann ich auch hier so ein bisschen in die Mitte reduzieren. So gefällt mir das schon viel besser. Anschließend gehen wir dann in das Schärfen hinein. Jedes Bild verträgt so ein bisschen Schärfe. Hier aber aufpassen, denn wir haben hier schon ein JPEG, das schon geschärft aus der Kamera kommt. Da auf jeden Fall nichts übertreiben. Am Ende der Bearbeitung gehe ich auch immer in die Weiß- und Schwarzregler mit der Beachtung des Histogramms. Wir sehen, Weiß krabbelt schon rechts so ein bisschen hoch. Also hier so ein bisschen aufpassen, was wir hier tun. Da geht auch das Blau aus der Spirale etwas verloren. Also hier ein bisschen wegbleiben. Schwarz haben wir am Histogramm noch ein kleines bisschen Platz und das würde ich hier auf minus 11 machen. So, das Bild war vorher so, jetzt ist es so und wie ihr seht, wir haben wunderschön diese orangenen Töne rausgearbeitet, die jetzt viel besser zu komplementär zu diesem blauen Wehrgang passen und das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Diese Gegensätze aus modern, aber auch Altertum und die Gegensätze, die sich dann wiederfinden, komplementär gegenüberliegende Farben, orange und blau, das finde ich macht das Bild hier aus. Ganz am Ende der Entwicklung nehmen wir das neue Modul Rauschfrei AI, was sehr, sehr gut arbeitet. Und wir folgen hier der Empfehlung und gehen in eine niedrige Rauscheliminierung und schauen uns das Ergebnis dann mal an. Und ihr seht, das Bild ist so toll entrauscht worden. Es ist Wahnsinn, was hier für eine Qualität jetzt erreicht wurde. Wir haben den finalen Bearbeitungsstand in Lumina Neo erreicht. Vorher war es so, jetzt ist es so. Ich exportiere das Bild jetzt als JPEG und lade es spaßhalber mal in Radiant. Ob Radiant das Bild nochmal verbessert oder eher verschlechtert? Ich bin sehr gespannt. Wir öffnen das Bild von Lumina Neo, das wir jetzt so schön bearbeitet haben. Und Radiant verspricht hier, das Bild zum Strahlen zu bringen. Und ich muss wirklich sagen, schlechter ist es immerhin nicht geworden. Wir bleiben mal im einfachen, schnellen Modus. Vorher war es so, nachher war es so. Der Himmel ist schöner. Die Steine sind prägnanter. Die blaue Farbe wurde erhalten, wurde sogar noch so ein bisschen verstärkt auf dem Wehrgang. Leute, ihr habt gesehen, ich dachte, ich habe mein Bild perfekt bearbeitet. Aber Radiant hat es einfach nochmal schöner gemacht. Auch die Äste. Alles ist schärfer geworden. Natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, ob es zu stark geworden ist. Ja, aber dann gehe ich halt hier oben einfach auf den Intensitätsregler und ziehe ihn einfach ein paar Prozente zurück. Und jetzt habe ich aber die Garantie, dass ich auf jeden Fall nochmal ein besseres Foto habe. Und ich will nicht sagen, dass das immer funktioniert in Radiant. Und ich will euch da nichts aufschwatzen. Und ich kenne welche, die sind sehr zufrieden mit Radiant. Und ich kenne welche, die finden Radiant überflüssig. Aber hey, bildet euch einfach selber eine Meinung. In dem Fall hat es gut funktioniert. Vorher und jetzt ist das Bild so. Und ich finde hier am 4K-Monitor, es ist definitiv nochmal besser geworden.
Mir hat's gefallen, dass ihr dabei wart und mich begleitet habt bei diesem Foto to go. Und ich freue mich, wenn ihr zu einem nächsten Video mal wieder reinschaut zu mir. Bis dahin, tschüss.